Hi Leute, herzlich willkommen zum neuen Part Super Smash Bros. Hier im Story-Modus. Ja, wir sind hier letztes Mal an dem Herz hier stehen geblieben. Jetzt gegen Anemona. Und ja, wir zocken nochmal ein bisschen mit Pikachu. Und werden dann nachher nochmal wechseln zum anderen Team. So. Bereit? Los! Melinda und Misch jetzt. Aus dem Splatoon auf. Ja, ganz cool. Piraten, naja, das passt nicht ganz so, aber sonst ganz gut. Aber die Angel, die geht so weit, ne? Mein Gott. Fuck you, bitch. Oh, ein schneller Kampf. Easy peasy, lemon squeezy. Ja. Dann wollen wir noch mal schauen, wie es weitergeht. Okay, dann gehen wir erstmal hier hoch. Ja, wir werden gleich beide Wege auf jeden Fall hier freilegen, dass wir das hier schon mal abgehakt haben, dass hier die Ecke schon mal clean ist. Große Fee in Form von Riesenzelda. Okay, dann werden wir mal eben den Grifftyp nehmen mit der Erzkeule. Erzkeule ist doch gut. Dann mache ich mal Autowahl, geht schneller, passt sich dann automatisch an und ja. Bereit? Wenn die Ladezeiten teilweise schon so lang sind. Und, ah, fuck, 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 fuck. Ah. Ja, okay, wir nehmen nochmal. Ich bin runtergerannt. Und dann beim Retten bin ich unter die Plattform gekommen. Ja, das war's dann, ne? Bereit? So schnell kann das gehen. Ich verliere ab und zu meinen Kämpfer aus den Augen. Und ehe ich dann wiedergefunden habe, bin ich schon außerhalb der Stage und fahre nochmal runter. Das passiert ab und zu auch mal. Soll uns aber nicht weiter stören, wir machen einfach weiter. Ja, mit der Erzkeule können wir gut schwächen. Zum Raushauen braucht man noch ein bisschen was. Okay, eine Bananenpiste, die werden wir uns mal holen. Und schieß. Jawoll. Ah, schon ausgelöst. Ah, die fliegt schlecht raus. Also schon so einfach, hä? Wo bin ich denn jetzt? Ach, scheiße, Mann. Wegen ihrem Kack-Dingens da wurde ich nach außen getragen, hab mich erst gesehen, wo ich unten war. Ja, super. Ah, jetzt hätten wir es doch wohl schaffen können. Bereit? Ja gut, alle guten Dinge sind drei. Ja, es ist zwei unnötige Tote. Nicht, weil wir unterlegen waren, aber keine Chance hatten. Ja. Es war einfach nur ein bisschen, naja, dumm angestellt kann man auch nicht mal sagen, weil ich mich einfach nicht gesehen habe. Und, hä? Ist die Erzkeule jetzt hingekommen? Ich habe die doch hochgeworfen, die hätte doch eigentlich noch in die Birne fliegen müssen. Naja, egal, irgendwie ist er weg. Ja, ist on the stage von Melee. Der Traumbrunnen. Nein, die hat eine Ulti. Wie hat die eine Ulti? 62%. Ja. Jetzt haben wir auch fast zu viel. Come on! Ach nein. Ja, B zur Seite. Pikachu ist stark. Allerdings, wenn man dann nicht trifft, ist das natürlich schon ein bisschen bitter. Sternstab. Ach, Mensch. Lecko funny, ey. Ich geh mir auf den Sack. Die hält aber auch viel aus, ey. Jetzt gerade kriegen wir ja keinen Zugriff. Jetzt mal erstmal zur anderen Seite der Stage, kurz Luft schaffen. Gut, dass wir mit dem Laserschwert irgendwie mal. Und kopflos. Ja, Schäde, oh, hat sogar gereicht. Nice, nice. Große Fee, 3 Sterne, okay. Und ein Subgeist, okay. Nimm mal trotzdem mit. Bei Subgeistern sind ja eigentlich eher die Fähigkeiten, ja gut, und ein paar Stärkepunkte, dass man sich ein bisschen verstärkt. Auch relativ wichtig. Hauptsache jetzt was Schönes in der Truhe und. Musik, ja. Nimm mal mit. Musik ist gut. Karotrix. Ja, die werden wahrscheinlich kein Gegner, die werden unsichtbar im Kampf. Na gut. So manchmal sieht man ja trotzdem, wenn einer. Und dann landet, dann kommen so kleine Staubwolken bzw. der Bildschirm geht ein bisschen nach rechts oder links. Von daher so ganz unsichtbar ist man dann doch nicht. Ich sehe auch nie den Vorteil, wenn man selber unsichtbar ist, weil bringt ja gar nichts. Gerade wenn man Items trägt oder. Ne? Als hätte ich eigentlich die Blume oder so nehmen können, hätte ich eine Blume auf dem Kopf gehabt, hätte ich auch so sehen können.
Naja, komm, Pichu ist schon weg. So, King K. Rool ist auch weg, jetzt haben wir noch Sonic. Da sitzt der irgendwo rum, da ist er. Ja, hätte ich das eigentlich doch noch machen. Da ist er. Das meine ich, man sieht das immer so ein bisschen. Da haben wir noch schöne Fuß gerade gestoßen, ihr habt Zahnfisch, fahrt auf. Und da ist er noch und davor. Ja, wir sind, wir bringen Licht in die Dunkelheit. Beziehungsweise was heißt in die Dunkelheit? Wir sehen die auch, wenn die unsichtbar sind, weil wir einfach gut sind. Na, wie gesagt, das ist kein Trick dabei. Das ist einfach nur. Ja, auch wenn es Computer ist, eigentlich unsinnig. Oh, Nebel geht weg. Oh, hier sind die Berge. In den Bergen? Ach, scheiße, da kommt man nicht hoch, glaube ich. Wenn da noch Eis ist, da ist doch auf jeden Fall dieses Ding. Diese, wo die drei Tore waren, die wir freigeschaltet hatten. Oh, Bockgoblin. Den kennen wir auch von Zelda Breath of the Wild. So, wie gesagt, Charaktertausch, wenn man mal eine Runde schiebt. Und. So. Spielen wir eine Runde mit Schieb. Jetzt gleich werde ich für euch noch eine Folge Poketalk aufnehmen. Und zwar den nächsten Teil kommen die 5 coolsten Pokémon. Die ersten 7 Generationen. Da habt ihr teilweise auch geschrieben und wir hatten schon mal so ein bisschen, ja, ihr habt mich angeschrieben, wir haben ein bisschen Kontakt gehabt und an Scheiße. Naja, jetzt beim Quasseln dann manchmal, da konzentriert man sich nicht richtig. Egal, kommt einfach direkt nochmal neu. Mit Sheik spiele ich auch nicht so gerne, weil die relativ flott ist, genau wie Fox, und da rennt man auch schnell mal runter. Ja, auf jeden Fall, da habe ich ein Video aufgenommen. Ist super cool geworden. Muss ich jetzt noch bearbeiten, rendern. Und wie gesagt, Freitagabend, so gegen ca. 18 Uhr, wird die nächste Folge Poketalk kommen. Die 5 coolsten Pokémon. Und darauf könnt ihr euch wieder schon mal freuen. Und ja. Immer fleißig in die Kommentare schreiben, eure Meinung. Und gerne könnt ihr mir auch schreiben, was ihr als nächstes sehen wollt. Ich werde halt eine neue Trailer-Analyse machen, das ist aber dann nicht den Freitag, das werde ich so zwischendurch machen vom letzten Trailer. Wir werden uns die neuen Pokémon, ja, ich sag mal so, wir werden den Trailer auseinandernehmen, wirklich, also jeden Punkt einmal durchsprechen und uns das Ganze nochmal, ja, wie soll ich sagen, gucken, ob das gut ist, und ich werde da meine Meinung zu sagen und über jeden einzelnen Punkt einmal mit euch sprechen. Eure Meinung würde ich dann gerne auch mal hören. Auch wenn schon, ich sag mal, zig andere oder auf YouTube gemacht haben. Ist ja auch vollkommen egal. So, jetzt haben wir den Kampf auch fertig. Meine Meinung ist das nur. Und jeder kann von mir aus auch seine Meinung haben. Das ist auch schön. Aber deswegen muss man nicht alles gut finden. Und es ist auch nicht alles schlecht, deswegen nicht. Und das Ganze werden wir dann einmal besprechen. Und ich werde es dann die Tage für euch hochladen. Ich kann euch auch noch nicht genau sagen, wann. Das mache ich dann, wenn ich meine anderen Sachen alle soweit durch habe, zwischendurch. Und ja. Shy Guy! Oh, Mies mit Fuck, Schwertkämpfer, Boxer und Schütze. Wenn sie mit die Items holen, dann haben wir ein Problem. Dann sollten wir ein bisschen mit der Erzkeule Schaden machen. Oh, sieht schon ganz gut aus. Ich glaube, wir können die rausgebockt kriegen. Come on! Let's do it! Ah, jetzt hat der meine Herzkeule und macht mir Schaden. Bumerang, scheiße. Lass mich landen. Aber diese Wunderlampen, die hasse ich am meisten. Der Schütze geht mir auch weg mit seiner Rakete auf den Sack. So, der Schwertkämpfer ist schon mal weg. Das ist auch noch der mir am wenigsten Alarm konnte. Panzer? Mein Gott, Sheik ist so schnell, ich kann gar nicht mit der umgehen. Panzer und weg. So, ein Gegner sollten wir packen. Da oben liegt da so ein kleines Ubo, was einen reinzieht. Rum. Okay, nehmen wir uns die Wunderlampe und tschüss. Gewonnen! Da hat er Red Bull getrunken und ist weggeflogen. Der Shy Guy wurde zu Fly Guy. Mit seinem Propeller auf dem Kopf. Da denke ich mal an Karlsson vom Dach. Wer kennt's noch? Schreibt's doch in die Kommentare. Kennt ihr noch Karlsson vom Dach? Das war früher eine sehr beliebte Kinderserie. Ich glaube, die jüngere Generation, die wird es vielleicht nicht mehr kennen.
Aber so in meinem Alter und vielleicht die etwas älteren, die werden mich vielleicht nochmal dran erinnern. Wobei meine Schwester ist auch noch ein paar Jahre über, die kennt das auch noch, die hat das auch gerne geguckt. Aber das ist so ein typisches Kika-Kind gewesen. Bei mir war eher so Super RTL-Anime angesagt und sie hatte dann eher so Kika. Was kam da aber hier? Tabaluga und keine Ahnung was da geguckt. Also ein bisschen andere Generation. Wobei ein paar Sachen auf Kika, wie Bernd das Brot und so. Habe ich auch mega gefeiert, fand ich auch cool. Andere Kinderserien halt nicht so. Da war ich dann eher so Disney, Anime, das war so meine Zeit. So, dann schauen wir mal hier, wo es hingeht, wenn wir die Röhre benutzen. Ah, guck mal, das ist da, wo ich meinte. Gut, da werden wir uns auf jeden Fall das nächste Mal drum kümmern und den Weg da freisprengen. Und jetzt machen wir auf jeden Fall noch, ja, da kommen wir nicht hoch in den Gletscher. Wir holen uns auf jeden Fall noch die Truhe hier, würde ich sagen. Fels Mario. Könnte auch Geowatt sein. Mit Mario-Kopf drin. So, dann passen wir eben den Typ an. Ich habe gesehen, das ist ein Pummeluff als Gegner. Ja, wahrscheinlich wird der B zur Seite. Ja. Also seine Rollattacke, Balzattacke wird öfter. Oh, dann noch ein Stahl. Da geht man auch schlecht raus. Macht wahrscheinlich viel Schaden. Okay, erstmal Schaden fressen durch die Blume. Wenn der rollt, müssen wir ihn abwerfen. Hä? Mann. Aber wir haben schon gut Damage gemacht. Jetzt müssen wir gleich nur am Rand denken und dann rauswerfen. Das Gute ist, wenn man hängt an der Seite, an der Stage, dann kann man keinen Schaden also nehmen. Dann ist man für kurze Zeit dann mal eben unverwundbar. Laserknarre, komm runter. Weil das unterbricht die Walzenattacke. Das ist eigentlich ganz praktisch. Mein Gott, der hat schon 230 Schaden. Und seine Ulti. Ach nö. Ich dachte schon, ich fliege hier runter. Das wäre wieder mega bitter gewesen. Okay. Kumpel muss nur noch am Rand von der Stage gehen. Kann er uns nicht wegpusten. Ich meine, bei 30% wäre es noch sehr bitter, wenn wir schon runtergeflogen wären. 244. Das ist schon übel. Mein Rekord lag mal bei, ich glaube, 540 also bei diesem Super Smash Bros. So, auch geschafft. Ja, dann würde ich sagen, dann wär's das jetzt für diesen Part. 3000 Geisterpunkte, ja, nett. Nimm mal mit. Dann würde ich sagen, wir sehen uns an nächster Stelle hier wieder. Und jetzt könnten wir noch einen Camper freischalten. Oh fuck. Das müsste Roy sein. Ja. Gegen Roy haben wir eigentlich keine Chance mit Cheek, weil wir sind total unterlegen gegenüber der Camper. Und ich kann mit Cheek auch nicht so gut spielen, kommt auch noch hinzu. Naja. Wir hoffen das Beste. Ich konzentriere mich jetzt mal kurz eben. Auch wenn es nichts wird. Wir werden ihn dann später aber freischalten. Und verabschiede mich von euch. Lasst bitte ein Abo da und gebt dem Video einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal.